Wir sind die Sisters Brothers. Ihr habt nicht die geringste Chance. Charlie, hä? Wir hatten einen schönen langen Lauf. Wir sollten aussteigen. Wir könnten zusammen einen Laden eröffnen. Einen Laden? Was ist das für ein Schwachsinn? Na schön. Was als nächstes kommt, wird dir nicht gefallen. Der Kinocast. Hallo und willkommen hier zum neuen Kinocast, Ausgabe Nummer 555. Schnapszahl! Ja, und diese berühmte Hollywood-Telefonnummerzahl, zu der wir leider keine einzige Audioeinsendung bekommen haben. Wahrscheinlich wollen unsere Hörer eher diesen Podcast passiv konsumieren und nicht hier ihre eigene Stimme. Oder sind alle zu den Leinwandperlen gewechselt. Oder sie hören unsere Stimmen so gern, dass sie nicht ihre eigenen. Kann auch sein. Auf jeden Fall, bevor wir richtig anfangen, schöne Grüße an den Willems, der wird vielleicht diese Folge mal wieder hören. Er hat ja auch länger nicht kommentiert, denn er war heute mal in Stuttgart, hat sich das Fußballspiel angeguckt aus der VIP-Loge. Schöne Grüße. Wow. Und ich begrüße natürlich auch die Kate und den Chris. Hallo, ihr beiden. Hallo. 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 Wir haben wieder viele Filme mitgebracht, die es zu besprechen gilt. Einen niegelnagelneuen Film, den wir aus der Sneak Preview mitgebracht haben, von dem ich vorher noch nie was gehört hatte. Und der startet auch schon in 4 Tagen. Also die Marketingmaschinerie ist jetzt nicht gerade perfekt, würde ich mal sagen, wenn ich davon noch nichts gehört hatte. Es handelt sich um The Sisters Brothers. Also ein bisschen schwierige Formulierung. Also die Gebrüder mit dem Namen Sisters, kann man es vielleicht auf Deutsch übersetzen. Die Gebrüder Sisters, ja. Ja, schwierig. Gianna Sisters. Naja, auf jeden Fall. Diese beiden Brüder werden gespielt von Joaquin Phoenix und John C. Reilly. John C. Reilly hatten wir ja letztens in der Sneak Preview gehabt. In dem hochklassigen, hochdotierten Himbeeren-nominierten Film Holmes and Watson. Nicht nur nominiert, der hat auch viele Preise gewonnen, nämlich viele goldene Himbeeren. Aber ja, hier mit Joaquin Phoenix zusammen spielt er ein Brüderpaar, die so eine Art, ja, so Auftragskiller sind oder zumindest Aufträge für irgendeinen zwielichtigen Boss da erfüllen, und das Ganze spielt im Wilden Westen. Also es ist quasi ein richtig schöner Western, und Jake Gyllenhaal hat auch eine kleine Rolle. Er ist nämlich jemand, der denen auch so ein bisschen mit hilft. Also er ist auch von diesem Gangsterboss angeheuert, und alle sind auf der Suche nach einer Person, die diesem Gangsterboss irgendwas geraubt hat oder irgendein Geheimnis hat, was der Gangsterboss haben will. Und dem sind sie auf der Spur, und dem kommen sie dann auch irgendwann auf die Spur und geraten in Kontakt mit ihm und stellen fest, naja, es ist vielleicht doch alles nicht ganz so, wie es am Anfang so klang, dass der einfach irgendwas geraubt hat, was sie wieder zurückbringen wollen, sondern im Rahmen ihrer Reise kommen die beiden Brüder schon so ein bisschen ins Zweifeln, zumindest der eine von denen stößt das immer wieder an, die Gedankenprozesse, ob das alles noch so Sinn macht und was die hier so tun, mit Leuten quälen, und ob das nicht besser wäre, jetzt mal aufzuhören, haben so lange Glück gehabt. Und Jake Gyllenhaal, der den Gesuchten schon relativ frühzeitig ausfindig gemacht hat, der freundet sich da so ein bisschen mit ihm an und überlegt schon, ob er vielleicht sich mit ihm zusammenschließt und irgendwie das Weite sucht, und ja, so kommen dann diese Parteien dann irgendwie alle zusammen und jagen sich gegenseitig, und das Ganze im Wilden Westen. Der ganze Film schlägt da noch so ein paar coole Haken, die ich mal nicht verraten will. Das war unser Sneak Preview, ein richtig schöner Western. Haha. wie Bu. Ich hasse Western. Ach, hast du keine Ahnung. Ja. Ein paar der besten Filme überhaupt sind Western. Also, ich muss sagen, es war schon gut,
Ja, also das, was ich mitbekommen habe, man muss sagen, ich war Oscar-Nacht geschwächt. Ich bin auch im Kino eingeschlafen. Puh. Da muss ich das gestehen. Puh. Aber das kam halt auch noch dazu, dass es ein Western war. Und ich mag Western. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß nicht, ob es an der Stimmung liegt. Ich weiß nicht, ob es an diesem endlosen Reiten liegt. Ja, an diesem Rumgeballer in irgendwelchen Western-Städten. Ich mag einfach keine Western. Der einzige Western, den ich mochte, und das war der Teil von Zurück in die Zukunft, der im Western spielt. Der war gut. Muss ich reingrätschen, was ist mit A Million Ways to Die in the West? Ja, okay, vielleicht die sich nicht ganz so ernst nehmen. Vielleicht ich würde sagen, die beiden, ja. Ansonsten habe ich echt Probleme mit Western. Finde ich einfach furchtbar langweilig. Aber der war gut gemacht, das muss man jetzt mal sagen. Ja? Also ich fand den schon gut gemacht und tolle Schauspieler. Ja, alles gut. Aber ich mag halt keine Western. Das ist gibt halt automatisch Punktabzug. Paar der besten Filme aller Zeiten sind Western. Naja, welcher denn bitte? Spiel mir das Lied vom Tod. Erbarmungslos. Zwei Banditen für eine Handvoll Dollar. Und so weiter und so fort. Ja, die glorreichen Sieben, obwohl das ein Remake ist von Die Sieben Samurai, aber ist egal. Ja, aber das ist wie ist der Film Leute, hier? Keine Sci-Fi-Filme und ich Oscar-nominiert. Oscar-nominiert, wie ist der, Chris, den du gesehen Shape hast? Shape of Water. Nee, den du gesehen hast. Nein, The Ballad of Buster Scruggs. Na, ganz hier, furchtbar. Da sind wir, genau. Yeah. Hast du The Ballad of Buster Scruggs gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Siehste, lass es. Das kann Zurück ich ja, in die Zukunft 3. Kann ich ja noch gucken. Den habe ich gesagt, der war gut. Wie ist denn der Film, den wir letztens hatten in der Sneak Preview? Ich suche den hier gerade in unserer Liste, ich finde den gerade irgendwie nicht. Django war auch gut. Todeszug nach Yuma war auch ganz gut. Ah ja, Todeszug nach Yuma, der war gut. Ja, ja, aha. The Hateful Eight fand ich auch ganz okay. Ja. Nee, den Bad Times at the El Royale hattest du noch? Das ist auch ein Western? Nee, den wir in der Sneak hatten. Wer war denn das? Irgendwas mit... Ach, wo die auch so, wo der den einen begleiten musste, den einen Comanchen-Häuptling da irgendwie. Ja, da hatten wir letztens schon mal davon. Ja, wie hieß denn der Film? Ich Brokeback Mountain war auch ein toller Western. Nee, habe ich nicht gesehen. Das ist kein Western. Okay. Wie hieß denn nur der Film? Der Schuh des Manitou, auch ein toller Western. Hostiles, Feinde. Genau, wie das war's. Hostiles. Warum finde ich den hier nicht bei uns in der Liste? Haben wir da keine Sendung drüber aufgenommen? Ja, der war super. Ja, ich habe einfach keine Ahnung. Das ist schon in Ordnung. Deswegen geht man auch in die Sneak, weil man dann teilweise den Blick geöffnet bekommt für Genres, die man eigentlich sonst nicht mag, wo man dann sagt, oh, das ist eigentlich doch ein ganz guter. Und was ist mit Der Schatz im Silbersee? Winnetou 1, Winnetou 2, Winnetou 3. Ehrlich, der ist halt als Hörspiel gut. No Country for Old Men. Ist kein richtiger Western eigentlich, ne? Aber gut. Diese ganzen, habt ihr eigentlich, es gab ja in der DDR auch so Western, es gab ja diese Winnetou-Filme, die waren ja in der BRD produziert, ne? Und dann gab es ja die ostdeutsche Antwort darauf, kennt ihr das eigentlich? Oh Gott, nein. Also ostdeutsche Antwort auf Winnetou? Nicht ganz. Lex Barker hat ja den Old Shatterhand gespielt in den BRD-Filmen, ne? Und Pierre Brice hat ja den Winnetou. Da gab es dann so ein DDR, ich weiß nicht, wo man den hergeholt hatte, Gojko Mitic hieß der auf jeden Fall. Und da war es dann teilweise so, das haben sie irgendwo in Jugoslawien auch gedreht. Und da war es dann teilweise so, dass die Indianer, die haben so im tiefsten Sächsisch, da kommt er! Also hat sich irgendjemand angeschlichen und weiß natürlich alles irgendwelche Schauspieler aus der DDR. Ja. Oh je, okay. Aber hatten trotzdem. Das wäre vielleicht witzig. Waren trotzdem irgendwie, waren damals trotzdem sehr. Ich möchte noch einen Western reinschmeißen. Entschuldigung, wenn ich noch einmal. Mein Name ist Nobody. Ah, sehr gut. Aha. Was da aber auch sehr interessant ist, ich habe den hier auf Blu-ray, wenn man den in der Original-Tonspur guckt, ist der sehr ernst. Der ist gar nicht so witzig, verschmitzt. Und wenn du dann das wirklich mal, gehört, ja. Wenn du mal umschaltest, da ist teilweise, wenn der nicht im Bild ist, der Terence Hill, ist da ganz viel, was er so labert. Also irgendwie, das ist ja irgendwie lustiges Zeug, was der labert. Wenn du aufs Englische umschaltest, ist er total ruhig. Da siehst du wirklich, oder erzählt er wirklich nur das, was relevant ist, ne? Und im Deutschen haben sie noch so flapsige Kommentare mit rein. Naja, aber jetzt sind wir ja noch erstmal hier bei unserem Sisters Brothers. Ich glaube, ich bin der Einzige, der ihn gut fand, ne?
so richtig gut. Na, ich fand ihn jetzt nicht schlecht. Also ich fand ihn nicht schlecht. Ich habe den von der Wertung her ist er halt bei mir, schneidet er nicht so gut ab. Und das aus dem einfachen Grund, weil ich ihn teilweise einfach viel zu langatmig fand. Also und da irgendwie drin versunken, ja. Weiß nicht. Nee, das mir war das wirklich zu langatmig. Also der geht ja, was geht er fast? Wie lang? 2,5 Stunden. Was? Nein, nee, 2 Stunden. Stunden. Ja, 2 Stunden, aber locker. 2 Stunden schlag mich tot, irgendwie sowas würde gehen. Und ich glaube, dem Film täte es wirklich, also 2 Stunden, 2 Minuten, ja. Und ich glaube, es täte ihm gut, wenn er 20, 25 Minuten kürzer wäre, wenn man die ein oder andere Szene wirklich dann noch rausnimmt, wie sie dann endlos reiten und endlos sich anstarren und ja, einfach, weiß nicht. Ich fand's von der Besetzung her fand ich es mega gut. Also Jake Gyllenhaal, John C. Reilly, Joaquin Phoenix, zu dem kommen wir ja später nochmal. Fand ich schon gut. Die haben es auch echt cool geschauspielt. Das waren halt so ganz, ganz viele Eigenheiten, aber sie waren halt teilweise auch strunzdumm. Ganz ehrlich, kann ich nicht anders sagen. Und die Wendung, wo der Film in sich drin nimmt, dieses Ding und die Message, wo er eigentlich auch mit transportiert, die fand ich ganz gut. Nur mir war er einfach zu lang und das hat bei mir ganz extrem auf den Film Spaß gedrückt. Deswegen kommt er bei mir, eigentlich wäre es so 6, 7 Punkte gewesen, deswegen kommt er bei mir mit 5 raus. Da sind wir schon beim Punkt. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen was zu sagen. Nein, ich habe es für mich erklärt. Ich habe es für mich abgeschlossen. Ich fand ihn ganz gut. Ich mochte auch diese Szenen mit diesen schönen Landschaftsaufnahmen, wenn die da irgendwie reiten oder sowas. Ich bin da irgendwie drin versunken in dem Film. Ich mochte die Chemie der beiden Hauptdarsteller sehr. Also John C. Reilly und sein Bruder. Das mochte ich irgendwie sehr. Und dass Jake Gyllenhaal da auch noch mit dabei ist, das war irgendwie auch ziemlich, ziemlich genial. Und dieser andere Typ, den man aus diversen anderen Filmen kannte, hier der, ja, ich will es nicht sagen, also den, der Gesuchte, sagen wir so, der machte auch seine Sache ganz gut. Und ja, halt John C. Reilly, nachdem er den zuletzt so in klamottigen Sachen gesehen hatte, hier doch mal so einer etwas ernsteren Rolle. Und ich finde, der passt wirklich ideal in so eine Western-Rolle rein. Also irgendwie kann ich mir den jetzt gar nicht mehr anders irgendwie vorstellen, als mit so einem Western-Hut und auf dem Pferd sitzen. Der Film ist übrigens in Frankreich, Spanien und Rumänien gedreht und der Regisseur ist ein Franzose und das ist der erste Western, der auf Englisch gedreht wurde von einem französischen Regisseur. Ja. Oho. Ja, haha. Genau. Ja, hat mir gut gefallen, der Film. Und auch die, ja, dass er nicht ganz so, ja, so typisch war, der ist gut, der ist böse, sondern dass alles ein bisschen verwischt war und dieses Hin und Her, was es dann so ging und was da so für absurde Sachen passiert sind, hat mir gut gefallen. War eine gute Sneak. So, weiß gar nicht, was habe ich in unserer Gruppe eigentlich gegeben? Ja, gefühlt habe ich so 7, 8 Punkte oder so. Ach, ich gucke gerade, 7 habe ich gegeben. Ja, ich glaube, ich liege so bei 7,5. Ich gebe 7,5. Fand ich gut. Ja, ich habe es gesagt. Kate? 5. Auch 5. Ach. Ja, da muss ja, kommt halt ja. Der Western-Hass. Ja. Deswegen gibst du genauso viel wie der Chris. Der ist wenigstens begründet. Ja. Na gut. Ich gebe ihm 5, weil er ein Western war, aber ich die Schauspieler gut fand. The Sisters, Brothers. Hat er eigentlich irgendeinen vermaledeiten deutschen Titel, irgendwie so Zusatztitel? 2 hinreißend verdorbene Schurken? Oder irgend sowas. Nee, ich glaube, der heißt Le Frère Sisters. Das ist der französische Titel. Abenteuerfilm, schwarze Komödie. 122 Minuten. Also 2 Stunden und 2 Minuten. Wie gesagt, 20 Minuten weniger wäre es bei mir auch so 6, 7 Punkte. Startet in Deutschland am 7.3.2019. FSK 12. Steht hier. Noch irgendwas nennen? Ja. Budget vielleicht? Nö, das steht hier nicht, aber spielt in den 1850er Jahren. Steht hier noch. Falls es für irgendjemand relevant ist. Ah, ich gucke nur Filme, die in 1860er Jahren spielen. Also nee, 1850, das ist mir mit Western nix. Naja, wenn wir einmal Facebook aufhaben, dann sagt er mal hier, wie sehen die Tipps für morgen aus und hat da schon irgendjemand was geschrieben?
Der Tipp für die nächste Sneak, das wäre dann die 990. Also wir bewegen uns wirklich ganz, ganz groß auf die 1000 zu. Da gibt es dann wieder einen belgischen Film. Gibt es für dich ganz speziellen belgischen Film? Nein, die Verhandlungen laufen ja schon, was da für einen Film gibt und was da alles passiert. Wir sind ja im Austausch. Am 4. März steigt die Sneak Nummer 990 und der Tipp ist, denk nicht mal drüber nach. Und Kate? Hat schon jemand was geschrieben? Einen Tipp und der passt, finde ich, wie die Faust aufs Auge. Was Männer wollen. Oh, das habe ich doch, glaube ich, getippt, oder? Ja, ja, das ist dieses weibliche Äquivalent zu was Frauen wollen. Würde ja vielleicht so ein bisschen, also wenn es eine Berechtigung hat, dann jetzt vielleicht in der Faschingszeit, wo die Leute alle ein bisschen angedütert dann in die Sneak kommen. Aber sonst vielleicht, na, muss man den nicht haben. Aber ja. Sneak, okay. Naja. Okay, dann schauen wir mal, ob einer von diesen Filmen kommt. Und ja, die Chance ist 50-50, ne? Ja, entweder er kommt oder kommt nicht. Kommt ein anderer. Ja, genau. Dann schauen wir mal, was wir noch so gesehen haben. Ihr habt noch was gesehen. Was? Ihr habt noch was gesehen hier. Kinofilm. Ralf. Ja, Kinofilm. Ralf Breaks the Internet. Genau, ja. Nachdem du uns ja heiß gemacht hast darauf, war das letzte Woche, vorletzte Woche? Letzte Woche, ne? Irgendwann mal, ja. Ja, ja, wir haben ja, letzte Woche. In der letzten Folge hat der Erik uns nochmal ganz extrem heiß drauf gemacht auf Ralph Breaks the Internet. Sprich, wir haben es tatsächlich geschafft, ihn anzuschauen. Und wir müssen da, glaube ich, nicht arg viel mehr dazu sagen. Die Geschichte ist bekannt. Und ich habe den Film wirklich gefeiert, und zwar von vorne bis hinten, weil der so unglaublich gut, also er ist zum einen unglaublich gut gemacht, klar. Er hat unglaublich starke Charaktere und er erzählt eine unglaublich super coole Geschichte im Endeffekt über Freundschaft und über alles Mögliche. Und was ich mega, wirklich megamäßig gefeiert habe, ist die Art und Weise, wie der Riesenkonzern Disney sich selbst verarscht und sich selbst auf die Schippe nimmt. Und ja, das ist gewollt und ja, das sagt man, oh, jetzt machen wir halt auch mal sowas. Macht allerdings, glaube ich, nicht jedes Filmstudio und auch garantiert nicht in dieser Art und Weise. Ich sage nur, sie ist eine Prinzessin. Oh! Und dann, hast du einen starken Mann, der irgendwie der dich rettet? Aus? Ja, ja, okay. Sie ist eine, okay, du bist eine Prinzessin. Das kam ja schon im Trailer von uns. Das kann man ja verraten. Ja, oder auch die Szene aus dem Trailer mit dem Spiel, wo sie in dem Spiel auftauchen mit Kätzchen und Häschen. Ach ja, genau. Fand ich grandios platziert. Grandios. Nein, also das sind wirklich da auch mal über einen Trailer quasi so ein paar falsche Fährten vielleicht auch mal locken, finde ich auch echt super. Also wie gesagt, ich finde es auch stark, dass die ganzen Unternehmen mitgemacht haben, also Google, Facebook, Twitter, die Twitter-Vögel, ich habe mich ja beäumelt von Lachen. Also richtig, richtig gut. Und das sind alles so ganz arg viele kleine Kleinigkeiten, die da einfach passieren, die auch im Hintergrund passieren, was da auch für Figuren im Hintergrund mit auftreten und ein Cameo quasi haben, ist absolut verrückt und absolut cool. Und wie gesagt, einfach super gut erzählt, an einem Rutsch durcherzählt, eigentlich keine wirkliche Länge in dem Film. Einfach großartig, wirklich ganz, ganz großartiger Film, den man echt nur empfehlen kann. Also da bin ich echt so zwischen 8 und 9 Punkten. Ich dachte, also ich bin ihm 8,5. Ich dachte mir schon, dass der dir auch gefällt. Ich fand ja den ersten Teil auch schon super gut. Da habe ich ja danach dann das Spiel sogar runtergeladen fürs iPad, was ich immer noch habe, mit Fixit Felix und so. Also das ja extra dafür auch programmiert haben, was ich auch super fand. Und ja, wie gesagt, echt cool. Die ganzen Anspielungen, die ganzen Sachen, einfach mal ein Film, der seine Geschichte eigentlich weitererzählt und trotzdem so in anderen Universen klaut und so mit rummacht und herrlich. Wirklich herrlich. Ist aber auch nicht nur Klamotte, sondern schlägt auch doch ein paar ernstere Töne an, finde ich. Ja, natürlich. Das ist ja. Auch die Darstellung mit dem Bösen dann am Ende, finde ich auch nicht so schlecht. Hat mir auch ganz gut gefallen. Hatte ich das auch aber erinnert an diesen I Love You Virus, den es mal gab? Ja, richtig. Vollkommen genau. Richtig. Genau, perfekt. Ja, ohne jetzt groß zu spoilern, aber auch das. Und allein dazu, oh ja, hier, wir bringen ihn wohin in diesen Bezirk, in den Antivirenbezirk, wo halt die ganzen Firmen auch da sind. Es ist so herrlich. Es war einfach nur herrlich. Also für mich war es echt ein Fest. Also da war viel mehr. Was ich noch gern hätte, jetzt, wenn sie vielleicht noch einen dritten Teil machen,
ich hätte wirklich noch gern, dass sie in irgendwelche aktuellen Spiele noch mit reingehen oder sowas. Das wäre cool, wenn sie dann plötzlich die echte Umgebung haben von irgendeinem Halo oder irgendwas, ne, oder sowas. Was ja im ersten Teil so ein bisschen rudimentär vorhanden war, hier ja gar nicht mehr, weil hier bewegen sie sich ja nur noch im Internet. Aber da gibt es ja auch so viele Möglichkeiten, dass man mal bei Fortnite oder irgendwas oder bei Minecraft irgendwas, irgendwie so eine richtige popkulturelle Games-Referenz wäre mal cool. Und Kate, wie fandst du es? Hast du dich total gelangweilt oder ging's? Nee, also ich fand ihn auch mega süß. Er war echt schön gemacht. Ich finde auch die Darstellung, diese fast schon kindliche Darstellung vom Internet. Also ich finde das, wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, ich müsste mir jetzt aufmalen, wie ich mir das Internet vorstelle, ja, und das irgendwie jemandem erklären. Ich finde die Art und Weise ist einfach so süß gemacht mit diesen Autobahnen und diesen kleinen Quadratköpfen, die Menschen darstellen, die dann gerade im Internet rumsurfen und das ist einfach knuffig gemacht und dann auch wieder dieses oh, wir haben einen neuen Spieler, wir müssen wieder auf unsere Position und dass diese fiktiven Charaktere, die du in den Spielen triffst, wenn du sie spielst, dass die halt weitermachen. Das fand ich ja schon im ersten Teil so süß. Aber dass es da halt weitergeht in diesen Spielen, wo sie da reinkommen und auch bei den Prinzessinnen, ja. Ich finde es einfach so knuffig gemacht, ja. Ich habe ihn echt, ich fand ihn noch besser wie den ersten Teil. Einfach süß. Ich kann ja nicht mehr dazu sagen, ich fand es einfach nur richtig gut gemacht. Ich fand ihn auch besser als den ersten. Da. Es war halt, im ersten, da konnten sie ja viele Sachen noch nicht nutzen, aber hier war ja irgendwie alles vorhanden. Da haben sie wahrscheinlich wirklich mit den Firmen da gesprochen und halt, was ich auch gesagt hatte, so alle Disney-Figuren sind dabei. Ne? Alles, ja, was mittlerweile alle so zu Disney gehört, hast du irgendwie mal so am Rande oder irgendwo gesehen, fand ich auch gut. Ja, was natürlich jetzt rein von der technischen Seite her, wenn man da noch was nah an der Suppe finden will, das Internet war natürlich nicht gleich am Anfang so schnell, ne? Also gerade wo der da am Anfang das allererste Modem da irgendwie sich mit AOL verbindet und so und dann sind die gleich so rasend schnell unterwegs, da kann ich mich an andere Zeiten. Ja, aber das heißt ja nicht, dass er der Erste war, das Internet hatte, sondern er hat es halt vielleicht ein bisschen später, dann hat er seine Halle ans Internet angeschlossen. Ja, ziemlich spät, weil der hatte ja auch Wi-Fi, also die ersten Sachen mit Internet und Modem, da gab es noch kein Wi-Fi. So ist nicht bei mir. Ich weiß ist nicht, einfach nur seiner Zeit hinterher gewesen. Das kann natürlich auch sein, ja. Aber bin auf jeden Fall gespannt auf den dritten Teil. Das wird dann auch wieder Pflichttermin, denke ich mal. Ja, gibt es bestimmt einen, oder? Was meint ihr? Gibt es da schon was bestätigt? Warte mal, wir gucken mal, was ein guter Indikator ist immer, wie gut der sich so geschlagen hat an der Kinokasse. Die Internet heißt er im Original, Ralph Breaks. Übrigens auch im Original Ralph gesprochen von John C. Reilly, ne? Haben wir den Okay. Also er hat bis jetzt weltweit 500 Millionen eingespielt, das sieht gut aus, würde ich sagen. Und Gal Gadot. Die Frage ist halt, ist noch Story da für eine zweite, tolle, dritte Geschichte? Ich denke aber schon. Gal Gadot hat, glaube ich, die eine gesprochen, die junge Dame, die in dem Autorennspiel, die auch so ähnlich aussieht wie sie. Genau, das allein schon, dass die dann bei Disney da was macht als Wonder Woman und die Anspielung mit Batman, großartig. Großartig. dieses Death Race Game, da, was die da gespielt haben, das war auch so cool. Also so viel wirklich großartige Sachen, wird schwer, einen dritten Teil das zu toppen, aber... Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Nintendo drin, vielleicht. Kann sich das große das hast große du es mitbekommen? Apropos Nintendo, tolles Stichwort. Weißt du, wie der neue Chef von Nintendo heißt? Nee. Das ist kein Witz. Neuer Chef von Nintendo. Super Google Mario. Nein, der heißt mit Nachnamen Bowser. Ach so. Jetzt habe ich Super Mario gegoogelt. Also irgendwie so Vorsitzender in den USA. Hier, Bowser wird neuer Chef von Nintendo of America. Genau. Bowser? Doug Bowser. 22... Nintendo America oder was? Ja, Nintendo America. Ist nicht mehr der Reggie? Nee. Ah, okay. Hat sie einen Rücktritt? Zurück. Oh, schade. Und Doug Bowser. Weil der war cool. Der hat ja damals, ich lese es gerade, der hat damals seine Regentschaft begonnen mit My name is Reggie, I'm about kicking ass, I'm about taking names and we are about making games. Ja, der hat doch. Ihr guckt ja nicht diese Nintendo Keynotes, diese Nintendo Directs, ne? Da haben die auch immer viel vorgestellt, was sie in der jeweiligen Region an neuen Spielen entwickeln. Da hat er auch immer seine Sachen vorgestellt. Der war auch eigentlich immer der Coolste, was der immer so rausgehauen hat.
Ja. Ja, ich habe jetzt auch seit, ja, jetzt sind wir gerade einmal im Games-Bereich drin, ich habe seit wenigen Tagen habe ich dieses Nintendo, diese Jahresgebühr für dieses Online hier. Kann man ja auch diese, was PlayStation Net gibt es ja, ne? Und Xbox hat ja so ein Online-System, ne? Gibt es von Nintendo auch eins, kriegst halt auch Spiele dazu. Da gibt es eins, das heißt Tetris 99. Das ist eine Mischung aus Tetris und Battle Royale. Und zwar spielst du Tetris und siehst links und rechts auf dem Bildschirm, siehst du 98 andere kleine Felder. Davon habe ich gelesen, ja, das ist gut. Ey, das macht so eine Laune, das glaubst du gar nicht. Ich habe gedacht, oh, Tetris halt. Und dann habe ich so gespielt, oh, ey, jetzt bin ich schon 68. Mensch, jetzt muss ich langsam doch mal nach der Strategie gucken. Weil da kannst du nämlich dann auch andere ein bisschen sabotieren, denen irgendwelche Klötze rein dazusetzen und so. Und kannst dann auch auswählen, wem und so, ne, wenn es dann doch langsam auf die Zielgerade geht. Ey, das macht so eine Laune. Tetris 99. Ey, allein deswegen haben sich die 34 Euro Familienjahresgebühr gelohnt. Ne? Wenn man nur eine, wenn man nur eine Switch hat und einen Account, dann ist es viel weniger. Dann sind es irgendwie 11 Euro. Im Jahr oder so. Aber wir haben ja 3 Accounts. Macht echt Spaß. Und man kann halt die ganzen Sachen online spielen. Ne? Diese Splatoon, Mario Kart und so weiter. Ja. Aber das nur nebenbei. Machen wir erstmal mit Filmen weiter. So. Ich habe noch eine 1-Minuten-Challenge für eine Rezensionsdisk. Okay. Ich wäre auch zur Sicherheit hier mal. Stoppuhr ist schon bereit. Ich wäre auch hier zur Sicherheit mal selber. Aber ich sage vorher wenigstens mal den Titel. Es handelt sich um Operation Overlord. Ja. Okay. Und auf die Plätze. Fertig. Los. Und ich kann da etwas langsamer sprechen, weil dieser Film keine allzu weit führende Geschichte hat. Es handelt sich um eine Fallschirmjägereinheit, die kurz vor dem D-Day in Frankreich irgendwo abgesetzt werden soll, um hinter den Linien in einem Kirchturm eine Funkzentrale der Nazis zu sabotieren. Dumm nur, dass sich in dieser Kirche nicht die Funkzentrale befindet, sondern ein geheimes Labor, in dem experimentiert wird und dann Verstorbene wiedererweckt werden, also sprich Zombies und Experimente. So, jetzt habe ich noch 20 Sekunden übrig, jetzt kann ich noch jemand grüßen. Ich würde schon sagen, wie du ihn fandest. Nö, das kommt extra. Das war nur die Filmbeschreibung. Das muss alles mit zusammen. Ja, ich habe mir mehr erhofft. Also Produzent ist ja J.J. Abrams gewesen. Ich habe mir da durchaus mehr erhofft. Die Darsteller sind allesamt mir unbekannt gewesen. Und Stopp. Jetzt, ja, genau. Die Darsteller sind mir allesamt unbekannt gewesen. War jetzt nicht so der große Wurf. Ich hätte da ein bisschen mehr erwartet. Der nimmt sich zu ernst, der Film. Ich habe mir da, wenn wirklich Nazi-Zombies, dachte ich eigentlich, das ist ein bisschen lustig gemacht, so ein bisschen Iron Sky-mäßig oder so. Aber nee, da nimmt sich so sehr ernst und ist alles so, boah, nee. Nee, echt schade. Enttäuscht, ja. Trifft es vielleicht besser. 4 von 10. Jo. Jetzt hat er Chris eine I Feel Pretty. Soll ich einen? I Feel Pretty? Sollen wir den zuerst machen? Genau. Auch eine 1-Minuten-Challenge. Du sagst los, ja, ist, und dann drücke ich. Das ist nochmal eine 1-Minuten-Challenge. Okay. Also, wir zählen runter. 3, 2, 1, los. I Feel Pretty habe ich heute ganz aktuell noch geschaut. Das ist der Film mit Amy Schumer in der Hauptrolle. Sie spielt René und die gehört nicht zu den wirklich schönen Frauen da draußen. Also sagt sie zumindest, hat keine so tolle Figur, ist halt so ein bisschen moppelig unterwegs und kein Selbstvertrauen und nix. Und ja, durch einen Unfall im Fitnessstudio wächst sie über sich hinaus. Also, da kann man vielleicht sagen, sie stößt sich gewaltig den Kopf und wacht quasi mit neuem Selbstbewusstsein auf, sieht sich auch ganz anders und ja, rockt wirklich die Welt, was im Job dann auch funktioniert, was privat funktioniert, in der Beziehung und alles. Das ist alles ganz cool, bis sie dann merkt, okay, es ist ein bisschen scheiße, wenn zu viel Selbstbewusstsein in Arroganz übergeht. Ist ein ganz netter Film. Wer Amy Schumer kennt, denkt erstmal, okay, das ist super zum Lachen wahrscheinlich und alles so völlig übertrieben und Pipi-Kaka-Humor. Ist es in dem Fall nicht. Ich fand ihn streckenweise sehr, sehr charmant. Wirklich gut gemacht. Ist eine ganz arg nette Komödie, die man sich echt angucken kann. I Feel Pretty mit Amy Schumer von mir. 6 von 10 Punkten. Stopp. Oh, ist ja auf den Punkt hier. Da merkt man, der Lehrer übt sowas. Nein, der Radiosprecher kann sowas. Der Radiosprecher. Okay. Ja. Warum hört das jetzt hier nicht mehr auf bei mir? Ja. Ihr müsst jetzt mit dem Geräusch bei mir im Hintergrund leben. Ja. Welches Geräusch? Was hast du jetzt für Punkte gegeben? Das habe ich hier über die ganze Aufregung.
6 von 10. 6 von 10. Das für eine Amy Schumer-Komödie ist das richtig gut. Ich habe von dem Film, ich habe den so abgespeichert, dass der ziemlich gut sein soll irgendwie. Ich dachte nicht, dass der nur 6 hat, Punkte gekriegt. Gibt es bei Amazon. Ja, weil damals, als der im Kino lief, wurde der sehr positiv besprochen. Gerade natürlich von Frauen, die gesagt haben, ja, endlich mal einer, der jetzt nicht so dieses übliche Frauenbild zeigt und so. Hm. Ja. Naja, aber für Mile 22 muss ich mich mal noch ganz kurz sammeln hier, da war ein bisschen mehr. Mile 22 hatten wir ja schon mal in der Sneak Preview gehabt, da brauche ich jetzt glaube ich nicht so viel. Aber ich mache trotzdem mal, ich kann das glaube ich auch ganz in Ruhe angehen. Also los, Mile 22 mit Mark Wahlberg. Mark Wahlberg spielt irgendwie einen super intelligenten Typen, also der hatte als er Kind war so diverse Tests gemacht und hat seine Familie verloren, seine Zwillingsbrüder verloren und wurde dann bei irgendeiner Spezialeinheit dann aufgenommen und diese Spezialeinheit, die macht lauter spezielle Sachen und ganz schlimme und ganz so geheime Eingriffe und ja, Regie hat Peter Berg geführt, der auch hier so bei hier Three Kings oder wie es hieß, Regie geführt hat, wo Mark Wahlberg auch schon dabei war und auch andere Filme mit ihm zusammen. Und ja, sie müssen dann mal jemanden eskortieren über 22 Meilen, der irgendwie die Informationen hat, wo irgendwelche Radiotope gelagert sind und damit er dann ausgeflogen werden kann und das alles ganz, ganz furchtbar und viel actionreich und viel Bloodshed und Kopfschüsse und ja, ging so. Ging so. Ja, also ging so, also meine ich jetzt, ja, es war mir halt irgendwie so ein bisschen zu wenig Story, jetzt so viel, ein bisschen so, boah, was ist das jetzt und da, krass, so was sie da so teilweise aus dem Hut zaubern. Also für einen Actionfilm sehr okay. Ich finde, ich glaube, der macht auch, der wird auch in der Videothek ganz gut laufen, solche Geschichten. Ja, und der baut mir eine zu große Rampe für einen zweiten Teil. Oh, ja. Da fand ich, da ist er ein bisschen zu euphorisch reingegangen, was den Erfolg angeht, weil so ein großer Erfolg war es nicht, der Film. Und da hätte vielleicht besser getan, wenn es ein bisschen offener gelassen hätte oder ein richtiges Ende machen und dann lieber später mal was Ordentliches einfallen lassen. Ja, also ich gebe dem Film 6,5 von 10. Weiß nicht, was hattet ihr noch? Könnt ihr euch noch erinnern, was ihr... Boah, keine Ahnung. Nee, das ist ja auch schon eine Weile her, ne? Also, das waren jetzt beides Rezensionsdiscs, die ich da hatte. Mile 22 startet, das soll ich noch mit sagen, ist mir gesagt worden. Moment, muss ich mal kurz einloggen. Der startet irgendwie jetzt im März, gibt es den offiziell zu kaufen. Ich werde es mal mit verlinken dann auch. Vielleicht finde ich es jetzt hier. Mile 22. Ich hatte auch nur so eine Disc ohne Extras. Der startet am 5. März, steht hier. Lieferung bis 5. März. Ja, gibt es den dann auf. Oder gibt es den schon? Kann natürlich auch sein, wenn hier steht. Ja, könnte sein. Oder war das der andere? Jetzt muss ich schon mal gucken. Overlord. Ach genau, den gibt es ab 21. März. Da gibt es anscheinend Mile 22 schon. Dann könnt ihr Operation Overlord vorbestellen, wenn ihr wollt. Okay, dann sind wir mit den Filmen soweit durch, ne, wenn ich es richtig sehe. Oder, ach nee, Once Upon a Deadpool. Ja, ich wollte gerade reingrätschen und schon wieder schimpfen, aber dann heißt es wieder der böse Lehrer. Ich hatte es eigentlich so der Reihe nach hier so eingetragen, aber gut, okay. Ja. Okay. Soll ich noch Once-Challenge? Schaffst du das? Once Upon a Deadpool, okay, in einer 1-Minuten-Challenge, ab jetzt. Once Upon a Deadpool ist gerade auf Amazon verfügbar und da kann man ihn anschauen. Das ist quasi Deadpool 2 noch einmal neu aufgelegt und zwar taucht Deadpool im Zimmer von Fred Savage auf. Woher kennen wir Fred Savage? Wunderbare Jahre. Wunderbare Jahre oder auch. Mir fällt der Name gerade nicht mehr ein. Auf jeden Fall ist er im Schlafzimmer von ihm, hat ihn ans Bett gefesselt und erzählt ihm die Geschichte nochmal. Es gibt dem Film nochmal ein bisschen einen anderen Kick. Es ist tatsächlich wirklich ein bisschen anders, wenn man den Film ein zweites Mal gucken möchte, also Deadpool 2 ein zweites Mal sehen möchte, empfehle ich wirklich Once Upon a Deadpool, weil es ist schon sehr nett, man erkennt so vieles wieder. Ist manches umerzählt und hat nichts an seinem Charme verloren, hat nichts an seiner Brutalität verloren, obwohl nicht geflucht wird, weil Deadpool hat einen kleinen Piepser und es ist einfach großartig. Ich mag den Humor, ich mag die Schauspieler. Fred Savage hat auch sehr viele Punkte gesammelt. Ganz, ganz tolle Sache. Kann man sich immer mal wieder anschauen. Ja, ich habe nicht gestoppt. Aber ja. Es klingt so, als hättest du es fertig, ja.
Ja. Klingt so. aber dafür extra nochmal ins Kino gehen, weiß ich jetzt nicht, ne? Ja, nee, das ist, glaube ich, damals nicht. Also wenn man es noch nicht gekannt hätte, vielleicht, ne? Aber so. Ja. Naja. Once Upon a Deadpool, guckt mal rein auf Amazon Prime und mal gucken, was noch so im Kino anläuft. Vielleicht ist da was Cooles dabei. Kinocharts und Neustarts. So, wer möchte, oder machen wir wieder die Vorschau abwechselnd? Komm, Chris, du darfst den ersten machen. Ah, Moment, ich bin überhaupt nicht vorbereitet. Jetzt bin ich überhaupt nicht vorbereitet. Moment, Kinovorschau. Moment, ich muss das mal. Moment, jetzt. Für die kommende Woche, für den 7.3. Das hast du doch im Kopf, was da anläuft. Ja, das ist der Film, wo ich den Erik auch noch fragen wollte, ob ich gucken soll, weil wahrscheinlich kommt morgen, ist es das Kinoprogramm. Ich habe nämlich noch nicht gesehen, dass es eine Preview für diesen Film gibt, den ich eigentlich sehr gerne sehen möchte. Ah, jetzt komm mal hier, doch, hier. Captain Marvel kommt ins Kino. Da muss man gar nicht mehr so arg viel dazu sagen, glaube ich, oder? Oder muss man was zu Captain Marvel sagen? Nee, ne? Ist der Regisseur Ryan Fleck, ist da irgendwie verwandt mit... Nee. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es der erste Oscar-Film über eine weibliche, der erste Marvel-Film über eine weibliche Superheldin. Brie Larson in der Hauptrolle. Also es wird die Geschichte von Captain Marvel erzählt. Essentiell wichtig, dieser Film. Für Endgame. Den im nächsten Monat startenden Endgame. Jawohl. Und ich sag wirklich essentiell. Das wird ein richtiger Ding. Jude Law ist dabei, Samuel L. Jackson ist dabei, Captain Marvel. Also ich habe richtig Bock drauf und freue mich da auch drauf. Brie Larson mal gucken, hat ja den Oscar gewonnen für Room, ne? Den ich ja auch ziemlich gut fand. Aber ja. Krasser Film. Mid-90s läuft an. Jonah Hill, der sonst eher so vor der Kamera zu finden war, liefert hier sein Regiedebüt ab und liefert einen, Zitat, ungeschliffenen Diamanten von Coming-of-Age-Drama, das in der Skater-Szene von L.A. der 90er Jahre spielt. Interessiert mich ehrlich gesagt so vom Thema her. So. Ja. Aber auch nur vom Thema her. Eine Sneak hätte ich mir den gern gegeben. Also wenn der gekommen wäre, hätte ich nicht Nein gesagt. ja, na gut. Also mit von Jonah Hill mit Sunny Saljic, Catherine Waterston und Lucas Hedges. So, Chris. Tobol. Historien-Epos aus Russland über eine Expedition, die zur Zeit von Peter dem Großen nach Sibirien aufbricht und in einen Konflikt mit den Zungaren gerät. Da. Da. Die Berufung. Ich muss dazu sagen, ja, Peter der Große ist ein Bad Boy. Oh. Dann kommt jetzt das Good Girl. Die Berufung, ja. Ihr Kampf für Gerechtigkeit, ein Biopic mit Felicity Jones, die wir aus Star Wars kennen, in der Hauptrolle als amerikanische Supreme Court Richterin und Gleichstellungsikone Ruth Bader Ginsburg. She's a good girl. Ja. Jetzt, Rate Your Date. Du. Rate Your Date. Liebe in Zeiten von Dating-Apps. In der Liebeskomödie von David Diesel gelingt es auch einem Algorithmus nicht, die Qual der Partnerwahl zu erleichtern. Also, da spielt mit Alicia von Rittberg, Edin Hasanovic, Nilam Farouk und noch mehr, die ich nicht kenne. Ist der nicht beim Bayern Sportdirektor, dieser Edin? Nee, egal. Beale Street läuft noch an. Oscar-nominierter Film, beste Nebenrolle Oscar bekommen. Moonlight-Regisseur Barry Jenkins verfilmt den Roman des Bürgerrechtlers James Baldwin über ein Paar, das durch rassistische Beamtenwillkür getrennt wird. Ihr habt den ja anders nie gesehen? Ja. Ich leider nicht. Kennen wir schon. Ich hab ihn auch nicht nachgeholt für die Oscar, aber gut. Was kommt das noch? War übrigens der Oscar, den ich richtig getippt habe. Ah, okay. Komm nachher noch dazu. Ja, ich befürchte, ja. Also, machen wir noch weiter. Kirschblüten und Dämonen ist das nächste Familiendrama aus der Kirschblüten-Hanami-Reihe von Doris Dörrier und erzählt eine märchenhafte Geschichte zwischen Japan und dem Allgäu. Nein. Also Doris Dörrier, die hat ja damals Männer gemacht, war, glaube ich, ihr großer Erfolg, ne? Aber seitdem eher so, ja. Vom Lokführer, der die Liebe suchte. In der stummen Komödie, was ist denn eine stumme, ist ein Stummfilm oder was? Sucht ein Lokführer à la Aschenputtel nach der Besitzerin eines BHs, den er mit seinem Zug versehentlich von einer Leine gerissen hat. klingt aber eigentlich ganz lustig. Ja, irgendwie schon.
Vor allem, wenn dann so ein Typ da irgendwie so, wie der auf dem Poster aussieht, dann irgendwie mit so einem BH rum und hey, kann ich mal hier probieren? Oder so. So, Sisters. The Sisters Brothers. Ja, haben wir drüber gesprochen, haben wir gesehen. Kann man sich mal anschauen. Ah, guckst du hier die Wertung an? Siehst du? Ta. Ja, ja. 4,5 von 5. Den nächsten haben wir keine Infos dazu. Dann nehmen wir White Boy Rick. Ein Gangster-Drama nach wahren Begebenheiten um die erstaunliche Karriere des Richard Wersch Jr., der im Alter von 17 Jahren zum mächtigsten Drogenboss der USA wird. Mit Matthew McConaughey, Jennifer Jason Leigh. Na, nicht schlecht. Hauptrolle Richie Merritt. Der Richie Merritt. Sagt euch das was. Ist wahrscheinlich Richie Rich dann. Richie Rich, okay. Sollen wir den letzten auch noch machen? Ich weiß nicht, ob der bei uns anläuft. Ist ja eher was fürs Ufer oder so. Öldir Beni Sevgilim. Die türkische Liebeskomödie von Senol Sönmez sorgt ein unverhoffter Lottogewinn dafür, dass ein glückliches Ehepaar plötzlich Mordpläne ausheckt. Bestimmt im Verleih von Kinos da. Aber es gibt hier noch weitere Seiten, ne? Hast du gesehen? Gibt's noch, also vielleicht gehen wir das ganz kurz durch. Digimon Adventure Chapter 6 kommt noch. Young Man with High Potential. Eine gorige Satire über einen zurückgezogenen Computer-Nerd und dessen gestörtes Verhältnis zu Frauen, das nach einem Date auf eine blutige Probe gestellt wird. Was haben wir noch? Das läuft nicht an. Das ist eine Doku. Das läuft nicht an. Oh, hier gibt es noch eine dritte Seite heute. Ja, viele Kinostarts. Nee, da ist noch eine Doku drin. Okay. Naja, dann haben wir es durch. Wie sieht es in den Charts aus hier in Stuttgart? Ist der Link korrekt noch? Ja. Weil ich mich frage, ob sich da von letzter Woche überhaupt was verändert hat. Na doch. Ich fange mal an. Platz 10, Escape Room. Das hat sich zum Beispiel geändert, weil der letzte war nicht drin. Toller Film, den wir hatten. Platz 9, Ostwind 4, Aris Ankunft. Platz Nummer 8, Hard Powder. Platz Nummer 7, Mein Bester und ich. Auf der Nummer 6, The Lego Movie 2. Platz Nummer 5, Happy Death Day to You. Auf der 4, Green Book, eine besondere Freundschaft. Und auf Platz 3, Club der Roten Bänder, wie alles begann. Platz 2, Alita Battle Angel. Und immer noch auf Platz 1, Drachenzähmen leicht gemacht 3, Die geheime Welt. Ich möchte mal erwähnen, wie gut sich Club der Roten Bänder hält. Ne? Das ist echt irre. Hier immer noch Platz 3. Der Oscar-Gewinner, bester Film, Platz 4. Ja, die Neustarts irgendwo dahinter, selbst Lego-Movie und so. Ja, also hier in Stuttgart zumindest. Ne? Das ist echt krass, was hier so... In den USA ist Drachenzähmen leicht gemacht auf 1. Alita auf Platz 3. Lego-Movie 4. Green Book 5. Mhm. Der Club der Roten Bänder ist dort nicht in die Charts vertreten. Ja. Gut. Dann schauen wir mal, was noch so in dem restlichen Bereich so vertreten ist. Wo habe ich denn hier meinen? Ach, hier. Sneak Preview. Und in diesem Bereich haben wir ja so Kino-News und neue Trailer und sowas. Ich habe mal, ist mir zugespielt worden, den neuen Joker. Das ist so eine, ja, weiß nicht, so eine Mischung aus Teaser und Featurette. Habt ihr euch das mal angeguckt? Ja. Ja. Sieht irgendwie schon ziemlich gut aus, finde ich. Also hat mir echt total Lust gemacht auf den Film. Der Joaquin Phoenix. Ich fand's auch ganz interessant, der spielt das ja echt gut. Also ich hatte ja große Bedenken. Ich meine, wie viele Joker ist das jetzt? Jack Nicholson, dann der beim Suicide Squad, der eine, dann Heath Ledger natürlich, der dritte, dann gab es noch die ganz alten, ich weiß nicht. Jared Leto meinst du übrigens, der bei Suicide Squad, aber was weiß ich mein, schon. Den meine ich genau. Ja, aber ich finde so vom Habitus her, wo er auch noch nicht in der Maske ist, wie der das so spielt, was hier rauskommt, ne, wo er da in diesem Büro oder was da irgendwie die Sachen hinwirft und wo er sich dann anfängt, nachher später zu schminken, das sieht schon echt gut aus. Bin ich gespannt. Ja, ich auch. Also für mich gibt es nur einen Joker, fertig. Und das ist und bleibt der immer aus Lego Heath Batman. Ledger. Ach so, den gab es ja auch noch. Ja. Wobei man ja sagt, Heath Ledger sei an dieser Rolle zerbrochen. Aber. Irgendwie hat da jeder einen Klatsch weggekriegt, der das mal gespielt hat. Ja, deswegen habe ich jetzt ein bisschen Sorge um Joaquin Phoenix. Ja, das wird schon.
Ja, ich werde mal mit verlinken hier in den Shownotes, dann können sich die geschätzten Hörer den auch mal angucken. Dann hatte ich hier was rausgefunden, und zwar Man of Steel ist euch ja ein Begriff, ne? Superman und so. Ja. Und jetzt gibt es wohl weiterführende Diskussionen, ob man einen neuen Man of Steel macht, wo ein Schwarzer mal den Superman spielt. Ja, es gibt da schon diverse Personen, die da gehandelt werden. Es gab auch schon so Fotomontagen und sowas und irgendwelche, natürlich auf Instagram sind da viele Leute drauf angesprungen, schwarze Darsteller, die gesagt haben, hey, ich kann das machen und so, ich kann das machen, und haben sich irgendwie fotografiert und irgendwelchen kuriosen Sachen. Es geht jetzt gerade so ein bisschen rum. Ich würde es aber eigentlich auch ganz gut finden, wenn das mal so ein bisschen... Ja, also wir kommen dann halt wirklich weg vom Original. Also da müssen wir wirklich eine komplett andere Realität machen. Also, weißt du, Paralleluniversum. So wie bei Spidey. Weil der Original Clark Kent ist leider halt weiß. Und da müssen wir bitte in eine andere Realität gehen. Dann ist okay. Ja. Man überlegt auf jeden Fall jetzt, weil ja Man of Steel 2... das soll ja wohl gecancelt sein, ja. Da überlegt man jetzt, ob man das jetzt doch umsetzt, aber halt mit einem schwarzen Darsteller in der Rolle. Und gerade auch mit dem Erfolg von Black Panther und so im Rücken und diesen ganzen, warum nicht? Also gerade die man so gesehen hat, die sich da wirklich brennend für diese Rolle interessieren, die es gerne machen würden, warum nicht, ne? Wenn es da niemand anders gibt, der da richtig Bock drauf hat, ja, wer weiß. Interessant wäre es auf jeden Fall, ja. Wäre bestimmt auch ein Erfolg im Kino, denke ich mal. Ja. Okay, nächstes Thema. Unsere Oscar-Tipps. Warum lacht ihr da? Ich weine. Gibt's denn da zu lachen hier? Todernste Sache. Sonst gibt's nichts zum Lachen. Wir gehen zum Lachen in den Keller. Todernste Sache, weil die Leinwandperlen, die hatten, glaube ich, krankheitsbedingt jetzt diese Woche keine Aufnahme. Eigentlich wollten sie die Auswertung machen, weil die nach uns ja dran waren. Mit der Aufnahme. Es ist auf jeden Fall so, man kann zusammenfassend sagen, dass wir gegen die Leinwandperlen unseren gemeinsamen Tipp verloren haben, dieses Jahr. Passiert. Kleiner Ausrutscher. Wir wollten denen auch mal ein gutes Gefühl geben. Der beste, wir kennen ihre Download-Zahlen, wir wollen denen auch mal ein gutes Gefühl geben. Der beste Tipp ist von einem Marcel, ich nenne mir jetzt nicht den genauen Namen, aus Berlin. Der hat tatsächlich 19 richtige gehabt. Nicht schlecht. Der Wann hat er das abgegeben? Das kann ich dir genau sagen. Am 24.02. 17.53 Uhr. Okay. Und das ist ja voll hier Stalkerville. Und warte mal. Ich habe auch am 24. Ich habe quasi 20 Minuten nach ihm abgegeben. Ich habe aber viel weniger Punkte. Ja, hat halt ein anderes Bauchgefühl. Ich habe auch kurz vor Ende der Abstimmung habe ich noch abgegeben gehabt. Ja, also der Marcel aus Berlin, Platz 1, unangefochten, muss ich mit niemandem den ersten Platz teilen. Der Winfried aus Neuss, der hat 18 Punkte, was auch ziemlich gut ist. Platz 3 teilen sich dann verschiedene Leute. Der Christian, der Daniel aus Liederbach, der Michael, der Timo aus Münster mit jeweils 17 Punkten. Ja, ich bin von Guter Willems, weil man den vorhin gerade angesprochen hat, er hat 15 Punkte richtig. Und ich gucke gerade, ach, der Martin aus Halle hat 16 richtige. Jetzt springe ich gerade ein bisschen hin und her. Genau, ansonsten... Du warst, glaube ich, besser als ich. Ich habe 13, du hast 9. Ja. Der Chris hat nicht alleine getippt, wenn ich das richtig sehe. Doch, ich habe ich nicht? Nee, habe ich nicht. Oder? Ich sehe dich jetzt, oder hast, nee, ich glaub nicht, Chris. Hast du einen Decknamen benutzt? Oder? Keine Ahnung. Gibt es was anderes mit C? Mit CO vielleicht vorne? Dann war es vielleicht. Nee. Dann nicht. Ach doch, hier ein Chris. Stimmt. Nee. Der Chris hat 10 Punkte. Doch, Chris@kinocast.net, steht sogar hier. Also, 10 Punkte hat, also, in euer Gesicht. Also genauso viel wie unser. Das ist sogar mehr wie ich. Genauso viel wie unser gemeinsamer Tipp. Also wahrscheinlich. Ich bin wenigstens konstant geblieben. Ich möchte wenigstens mal erwähnen, dass ich mit meinem privaten eigenen Tipp einen Punkt besser war als der gesamte Leinwandperlen-Tipp. Ja, nur so. Und dass unser gemeinsamer Tipp 3 Punkte schlechter ist als meiner. Aber gut. Ich möchte mal anmerken, dass ich von uns dreien wenigstens nachts wach geblieben bin und das angeguckt habe. Ja gut, ich musste arbeiten am nächsten Tag. Ich habe Urlaub gehabt. Ich nicht.
Ja, außerdem habe ich letzte Woche gesagt, wenn dieser komische Fischbums-Film gewinnt, dann gucke ich das nächstes Mal nicht. Und das habe ich auch gehalten. Aber das Problem an der ganzen Sache war, du hast auch wirklich nichts Grandioses verpasst. Das stimmt nicht. Dadurch, dass wir halt, keinen Host hatten, gab es halt auch nicht das typische, diese typischen Anspielungen. Klar, die Laudatoren, die immer die Leute angesagt haben oder so, die haben schon mal ein bisschen was gesagt. Aber das war jetzt alles ziemlich straight und das Mikro ging halt wirklich aus. Wenn die Redezeit zu Ende war, dann kam die Musik und irgendwann war das Mikro aus. Was echt hart war, weil, wenn ich das richtig gelesen habe, haben die Darsteller oder die Macher von The Green Book den Preis auch an die verstorbene Carrie Fisher gewidmet. Aber das konnte keiner mehr hören, weil das Mikro schon aus war. Ja, da hat er so gut wie jeder von denen mal geredet gehabt. Also bei den größeren Gewinnern, sag ich mal, von den größeren Preisen haben sie es schon angelassen. Hat man auch gesehen, bei der, die für Favorite überraschenderweise gewonnen hat, die hat da gleich gesagt, wie, ihr macht mich ja aus. Ja, die ist aber auch cool. Also ist eine coole Socke. Ich fand die Show sehr gut. Ich habe es mir dann in der Aufzeichnung dann in Ruhe angeschaut. Ich habe auch die komplette Red Carpet Show dann schön durchgeschaut. Ich hätte auf Bill Kaulitz verzichten können. Ja, auf den, den habe ich überspult. Ja. Ich habe halt nur Stephen Gätchen und Scott Orlin die Sachen geschaut. Ich fand es eine sehr, sehr schöne Show. Ja, ein Host hätte das Ganze noch ein bisschen in den Rahmen gefasst, aber wenn es halt so viele Diskussionen dann jedes Mal gibt, kann ich durchaus verstehen, dass da irgendwie keiner richtig Bock drauf hat. Vielleicht kann man ja auch irgendjemanden nehmen, der jetzt noch gar nicht so berühmt ist. Muss ja nicht immer so eine Riesenberühmtheit sein. Kann ja irgendjemand sein, der halt schon ein bisschen moderieren kann. Aber was ich auch noch sagen muss, was jetzt nicht falsch zu verstehen ist, das möchte ich gleich von vornherein schreiben. Letztes Jahr hieß es, die Oscars wären zu weiß gewesen. Ja, das kann dieses Jahr ernsthaft mal niemand behaupten. Wir haben jede Menge schwarze Laudatoren gehabt, wir haben jede Menge schwarze Gewinner gehabt. Also da kann ja diesmal wirklich keiner was sagen. Und das fand ich richtig gut, dass es diesmal wirklich so eine Mischung war. Natürlich kommen jetzt die Frauen wieder und sagen, natürlich hat kein weiblicher Regisseur eine Nominee oder was weiß ich gehabt. Das kommt jetzt halt noch dazu. Aber diesmal kann man wenigstens nicht sagen, sie seien zu weiß gewesen. Dass ich auch eine Aussage finde, bisschen kritisch. Nennen wir mal eine Frau, Regisseurin-Frau, die einen guten Film gemacht hat letztes Jahr. Das verdient keine hätte. Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Ja, eben. Also das ist ja grundsätzlich, aber so. Ja, nee, ist halt so. Erik vorsichtig. Du hast natürlich vollkommen recht. Aber wer würde diese Diskussion wieder mal aufkommen? Die gab es doch schon, als die Nominees bekannt gegeben wurden. Ja, da hieß es dann auch wieder, ach, wieder keine Frau. Ja, Mensch. Aber das muss ja auch irgendwas sein, ein Film, wo du sagst, boah, der war jetzt richtig gut, wir hatten den gedreht. Natürlich, die müssen wir nominieren. Du hast natürlich recht. Ja. Ja. Aber man findet immer einen Kritikpunkt. Immer. Ja, ne, irgendwas ist immer. Ja, irgendwas ist immer. Im Internet kotzen sich da die Leute immer aus, wenn es irgendwas ist. Ich fand es eine gelungene Show. Hat alles gut gepasst und waren nette Sachen dabei. Nette Gewinner. Die Reden waren manchmal ein bisschen zu glatt gebügelt. Aber waren ja ein paar gute Anspielungen dabei. Ne? So, ja, Mexiko wird nicht für die Mauer bezahlen und sowas. Und auch das von Rami Malek, die Rede war ja die absolut genialste von allen. Ne? Sowieso. Ja. Ja, dass er auch eben ein Einwanderer der ersten Generation ist, dass seine Eltern noch und so weiter. Fand ich sehr gelungen. Ja. Schöne Show und ich konnte es ja schön in Ruhe angucken. Total frisch, ohne dass ich dann früh total müde bin und denke, oh Gott, das ist bald vorbei. Sondern ich möchte ganz kurz was sagen, ganz kurz nur. Jo. Und zwar, für alle, die es nicht wissen, der Fick-Film Fisch ist Shape of Water. Das dürfte bekannt sein unter unseren Hörern. Wir haben ja immer wieder neue Hörer, deswegen. Außerdem gibt es nicht so viele Filme, wo eine Frau ein Amphibienwesen bumst da im letzten Jahr. Das ist auch gut. Der kommt übrigens jetzt auf Sky. Wer den noch nicht gesehen hat, kann er noch mal gucken. Viel Spaß. Ganz, ganz schlimm, dass der jetzt auf Sky kommt. Ich muss jedes Mal in mich reinkotzen, wenn ich das lese. Furchtbar. Also wirklich, das habe ich nie verstanden. Das war einer der schlimmsten Filme, die ich je gesehen habe. Ehrlich. Das geht mir genauso. Sowas ab. Daran erkennt man übrigens auch den Schwaben. In sich reinkotzen. Aber
Also ich habe ja schon, wirklich abartige Filme gesehen. Ich habe mir auch die Buttgereit-Sachen angeguckt, hier Nekromantik und sonst was, ey, wo dann die Frauen irgendwelche halbstarren Leichen mit nach Hause nehmen und die bumsen da und sowas. Ey, aber dieser Film, der ist einfach, vielleicht verstehe ich den auch irgendwie nicht, kann auch sein, ja. Aber warum so ein Film, der so ästhetisch ganz gelungen ist, warum das in so eine Richtung gehen muss und so eine seltsame Story und so krude und dann kriegt er auch noch, wird er mit Preisen überhäuft, also ich verstehe es nicht. Na egal. Egal. Das waren so ist dieses halt. Jahr Oscars. Vielleicht gucke ich nächstes Jahr wieder, weil diesmal haben ja fast alle meine Sachen gewonnen, die auch so meine Favoriten waren. Also Green Book war ja nicht mein Lieblingsfilm, aber habe ich getippt. Weil das fand ich auch eher überraschend. Weil das so der kleinste gemeinsame Nenner ist von der Academy. Es gewinnt ja nicht der Film, den die meisten einem sehr gut geben, sondern es gewinnt der Film, den die meisten irgendwie gut abstimmen. So, und der Film ist irgendwie gut. Kann keiner sagen, das ist ein schlechter Film, das ist ein guter Film. Und wenn da vielleicht bei anderen, was weiß ich, Bohemian Rhapsody, wenn sie da eine Top-Wertung geben und Green Book eine gute Wertung, ja, und irgendwie macht es dann so das Mittel und dann gewinnt halt der am meisten durchschnittlichst gute Film. Vielleicht kann das der Mathelehrer dann irgendwie mal ausrechnen. Da gibt es ja im Internet so eine, wie das funktionieren muss, dass da, oder ab wann das dann kippt, dass man sagt, die meisten, die sehr gut haben, die sind dann doch besser als die gut haben. Du machst es halt wahrscheinlich mit einem Boxplot. Du schreibst also das Beste und das Schlechteste schreibst raus und dann, aber das erklärt dir mal in Ruhe. Nee, die machen das gar nicht so. Die gibt es im Internet so Sachen und haben dieses beschrieben, wie das gemacht wird bei der Academy. Ist irgendwie ein ganz, ganz kurioser Algorithmus da. Also gestrichen wird da nichts, sondern da geht es um die Wichtung. Das heißt, wenn dann irgendwie viele ein Gut haben für den Film, dann ist das mehr wert, als wenn wenige ein sehr gut haben für einen anderen Film. Na egal. Die Menge macht. Die Milch macht's. Ja, Kommentare. Kommen wir doch mal zu den Kommentaren zur Sendung der letzten Woche. Das war wieder eine sehr enttäuschende Nummer. War nämlich, obwohl ich aufgerufen hatte, doch mal irgendwie Audiokommentare zu schicken, hat wahrscheinlich das nicht funktioniert bei manchen. Oder manche hören es erst später. Kann natürlich auch sein, weil es erst am Ende kam, mein Aufruf. Ja, haben wir zur 555 keine Audiokommentare bekommen, aber das funktioniert weiter noch. Das heißt, wenn ihr uns einen Audiokommentar schicken wollt, dann könnt ihr das gern tun und natürlich auch so Kommentare einsenden über kinocast.net, einfach auf Kommentare klicken. Vielleicht ist auch irgendwas kaputt, vielleicht geht's ja nicht. Wer weiß, mal ausprobieren. Was jetzt bei uns oder mit den Hörern? Überhaupt, ist alles kaputt. Die Welt geht vor die Hunde, Mädchen, traurig, aber warum? Was auch kaputt ist, ist wieder Amazon hier. Die wollen von mir eine Zwei-Faktor-Authentifizierung und das geht jetzt gerade nicht, weil mein Handy hier unten keinen Empfang hat. Okay. Deswegen kann ich leider nicht vorlesen, was in der letzten Woche hier bei Amazon so geshoppt worden ist von euch geschätzten Hörern, die uns nämlich auf kinocast.net über den Amazon-Affiliate-Button unterstützen. Aber vielen Dank an alle, die das getan haben. Und dann sind wir eigentlich soweit durch für heute. Es sei denn, ihr habt noch irgendwas. Nö. Es könnte übrigens sein, dass das vielleicht mal eine kleine Sonderfolge erscheint, wo wir mal mit Leuten sprechen, die gerade einen aktuellen Film am Start haben. Das könnte passieren. Nur mal so als beobachtet mal euren Podcatcher oder auf Spotify. Checkt mal, dass ihr immer die neuesten Folgen habt. Ja. Ansonsten vielen Dank euch beiden fürs Mitmachen. Vielen Dank, immer gern. Liebe Hörer, fürs Zuhören. Hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao. Macht's gut. Ciao. Bis bald im Kinocast.